Die Vorteile liegen auf der Hand. Es gibt unter Umständen eine niedrigere Bestrafung, aber es gibt auch zahlreiche Nachteile, über die einen der Polizist oder der Staatsanwalt letztlich nicht aufklären wird. Dazu zählt eben insbesondere zu den Nachteilen ist, es handelt sich bei dieser Vorschrift um eine sogenannte Ermessensvorschrift. Das bedeutet, ich weiß gegenwärtig nicht, was kriege ich nachher für eine Strafe oder eine Sanktion und wie wirkt sich mein Aussageverhalten letztlich nachher aus. Ist es stark strafmildernd oder ist es letztlich nur so ein bisschen formal, was dann bei mir dann als Strafe abgezogen wird? Und das lässt sich umgehen, wenn man eben Verhandlungen führt zwischen Anwalt und Staatsanwaltschaft, Anwalt, Staatsanwaltschaft und Gericht und letztlich vorab abklärt und fragt, was wäre, wenn mein Mandant eine Aussage macht, andere belastet, was ist dann das Ergebnis? Was aber halt letztlich immer nicht berücksichtigt wird, sind halt auch die Kollateralschäden bei denen, die diese Vorschrift gegebenenfalls in Anspruch nehmen. Erfahrungsgemäß wollen eben die Staatsanwaltschaft und die Gerichte eben, dass man eben zur Aufklärung des Tatbeitrages eben Hintermänner benennt und denen auch ganz konkret Tatbeiträge zuordnet. Und es führt gerade bei jugendlichen Heranwachsenden aber eben auch dazu, die häufig in einer sehr abgeschlossenen sozialen Gruppe leben, dass man in eine soziale Isolation verfällt. Wenn man halt jetzt in dieser Gruppe jemanden anschwärzt, ist es relativ schwer, dann weiterhin in dieser Gruppe existieren zu können, weil als Verräter hat man dann plötzlich kein sehr hohes Ansehen mehr. Das ist halt ein Nachteil, über den man sich vorher Gedanken machen muss. Und letztlich ist es aber auch so, dass dieses Verfahren nicht in dem Moment zu Ende ist, wenn ich diese Aussage, diese schriftliche Aussage bei der Polizei gemacht habe, sondern vielmehr erwartet die Polizei und die Staatsanwaltschaft, dass ich diese Aussage zu einem späteren Zeitpunkt und sprich in einer Gerichtsverhandlung wiederhole. Und in dieser Gerichtsverhandlung sitze ich dann nicht mehr alleine mit dem Polizeibeamten, der mir freundlich zuredet, sondern in der Regel sitzen auch dann dort die Leute, die ich gerade belastet habe.